Also ich freue mich ganz arg, dass ihr euch Zeit nehmt für dieses Webinar und dass ich euch oder Ihnen meine Broschüre zur Schmerzarbeit vorstellen kann. Sie ist im Januar ganz druckfrisch bei uns eingetroffen und ist jetzt auch als PDF auf unserer Webseite als Download hinterlegt für alle. Und auch mit dem QR-Code, was ich hier eingefügt habe, kann man direkt auf die Broschüre kommen. Und da sind auch alle anderen Veröffentlichungen der Akademie. So sieht unsere Broschüre aus. Kurz gucken. Genau. Das Foto auf dem Deckblatt zeigt eine vom Sturm zerstörte Zirbelkiefer im Davoser Wald in der Schweiz. Und unser Grafiker Herr Steneck hat dieses Foto ausgewählt. Und er assoziiert damit schmerzächzendes Holz. Und ich fand das sehr passend als Sinnbild, wie zerstörerisch Schmerz sein kann. Etwa 17% aller Deutschen sind von lang anhaltenden chronischen Schmerzen betroffen. Das sind also mehr als 12 Millionen Menschen in Deutschland. Durchschnittlich dauert ihre Lebens- oder Leidensgeschichte mit dem Schmerz 7 Jahre. Und bei mehr als 20% von Schmerzpatienten sogar 20 Jahre. Und nur ein Zehntel aller Patienten mit chronischen Schmerzen werden überhaupt einem Spezialisten vorgestellt. Diese Angaben sind von der Deutschen Schmerzgesellschaft. Und das heißt, das Leben mit Schmerzen betrifft also sehr, sehr viele Menschen. Und gleichzeitig hat jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und in unserem Grundgesetz Artikel 2 steht, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Es verpflichtet uns demnach zu einer angemessenen Schmerzbehandlung und wir Palliativcare-Fachkräfte sind aufgerufen, diesem Auftrag nachzukommen. Schmerztherapie ist ein fundamentales Menschenrecht. Was resultiert auf diesen Rechtsanspruch? Es geht darum, dass wir eine gute Schmerzdiagnostik führen. Es geht darum, dass wir eine Schmerzbehandlung nach einem jeweiligen Standard durchführen und auch uns nach modernen Standards und Leitlinien orientieren und danach arbeiten. Die Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes hat 2007 eine Ethikcharta erstellt und diese ist immer noch aktuell. Was hat es mit dieser Ethikcharta auf sich? Sie gibt ethische Orientierung für Grundsatzfragen und ethische Orientierung für spezifische Herausforderungen im Umgang mit Schmerz. Die Ethikcharta wendet sich an alle, die Schmerzen behandeln. Sie wendet sich an alle, die Schmerzpatientinnen und Schmerzpatienten begleiten und auch an die, die selbst Schmerzen haben. Es lohnt sich sehr, diese Ethikcharta zu lesen. Ich habe ja auch diesen QR-Code hinterlegt. Genau, weil es sind einige Seiten, das ist eine PDF. Chronischer Schmerz oder auch chronifizierter Schmerz ist eine eigenständige Erkrankung und außerdem auch eine Pflegediagnose. So als Erklärung zu den Pflegediagnosen sind die Grundlage zur Auswahl von unseren Pflegeinterventionen, um auch Ergebnisse zu erreichen, für die die Pflege verantwortlich ist. Es gibt aktuell über 170 Pflegediagnosen. Und zum Beispiel unterscheidet sich das, also es, wenn eine medizinische Diagnose vorliegt, gibt es ganz viele Pflegediagnosen, die da dazu gehören. Und so ist Schmerz eben bei ganz vielen medizinischen Diagnosen eine
praktisch eine begleitende Pflegediagnose. Wie ich vorhin schon sagte, unser Auftrag ist auch, nach aktuellen und modernsten Leitlinien zu arbeiten. Unser nationaler pflegerischer Standard ist der Expertenstandard zum Schmerzmanagement in der Pflege. Dieser wurde 2020 aktualisiert und ist somit unser aktueller Standard und Goldstandard sozusagen. Was ist neu? Davor gab es zwei Expertenstandards für Schmerz, und zwar akut und chronisch getrennt. Und in dieser Aktualisierung wurde das Schmerzmanagement für chronischen und akuten Schmerz zusammengefasst. Außerdem ist die S3-Leitlinie unsere Leitlinie praktisch für die Palliativmedizin. Und diese beiden Standards sind die aktuellen und modernen Leitlinien. Was hat sich in den letzten 10 Jahren verändert? Es gibt aktuell ca. 25.000 pflegerische Schmerzexperten in Deutschland. Es ist eine moderne Sichtweise entstanden, welche die eigene Fachexpertise nutzt, um einen Standpunkt zu beschreiben und ihn evidenzbasiert begründen zu können, um dann in 365 Tagen und 24 Stunden anwenden zu können. Das ist ein Zitat zur Stärkung sozusagen der Pflegenden, dass ihre Fachexpertise wirklich immer abgerufen wird. Ein Punkt habe ich gerade übersprungen. Also Schmerz ist in den letzten 10 Jahren in unzähligen Facharbeiten ein zentrales Thema gewesen. Also in Praxisprojekten, Bachelorarbeiten, Promotionen, wie auch immer. Und außerdem haben praktisch Pflegepraxis, Pflegeforschung und Pflegewissenschaft sind inzwischen fest verankert in den interprofessionellen Fachgesellschaften. Nun aber zu unserer Broschüre. Der Schwerpunkt unseres heutigen Webinars liegt also auf dem chronifizierten oder chronischen Schmerz. Und die Broschüre ist folgendermaßen gegliedert. Nach einer Einleitung und Erklärung kommen wieder die drei Gliederungspunkte: wahrnehmen, verstehen und schützen. Schmerz kann alle Lebensbereiche beeinflussen und dominieren. Deswegen dieses Zitat: Schmerz ist Ausdruck existenzieller Bedrohung und muss deswegen unbedingt gehört und gedeutet werden. Ich habe noch ein weiteres Zitat von der Frau Staudacher. Die Lebenswelt verändert sich aufgrund von Sorge und Alarmbereitschaft. Ich bringe jetzt ein paar Elemente von der Farblichttherapie mit rein. Schauen Sie einfach, welche Farbe Ihnen gut tut. Und ich erkläre kurz was zu den Farben. Und dann kommen wir weiter in unserer Broschüre voran. Lila und Violetttöne sind schmerzlindernd. Violette Farben können Meditationen unterstützen. Sie stärken das Immun- und Lymphsystem und den Flüssigkeitshaushalt ausbalancieren. Sie lösen Verkrampfung und können helfen bei Nervenschädigungen, diese Schmerzen zu lindern. Was steckt hinter dem Begriff Schmerzarbeit? So heißt der Titel der Broschüre. Zum einen ist immer als allererstes die körperliche Ursachenabklärung durch einen Arzt notwendig. Danach geht es um das Schmerzverstehen, um hier auch Hoffnung, Unterstützung und Perspektive zu geben. Es geht um eine achtsame Symptomarbeit zur Schmerzlinderung und die Verbesserung der Lebensqualität und weniger Angst.
Die nächste Farbe. Blautöne bringen Klarheit, Stille, Kälte und Ruhe. Die Farbe Blau hilft, Verspannungen zu lösen, den Puls zu senken, Schmerzen zu stillen, Entzündungen und Verbrennungen zu lindern und eine Schilddrüsenüberfunktion zu regulieren und Schlafstörungen zu heilen. Was ist das Ziel von Schmerzarbeit? Es geht um Lebensqualität. Dieser Begriff Lebensqualität ist ja immer sehr subjektiv, aber worum geht es in Bezug auf Schmerz? Das individuelle Schmerzerleben steht immer im Mittelpunkt. Die Aussagen des schmerzleidenden Menschen sind immer ernst zu nehmen. Schmerzen können sich auf alle Lebensbereiche auswirken. Und um die bestmögliche Lebensqualität zu erreichen, ist ein regelmäßiger Austausch über die Zufriedenheit in den Lebensbereichen wichtig. Es geht um Selbstwert, Zielerreichung, Lebensfreude, Selbstständigkeit, Autonomie, Sinn, soziale Beziehungen und persönliches Wachstum. Grüne Farblichttherapie wird angewendet, um Beschwerden mit den Lungen oder Bronchien zu lindern, Bluthochdruck, Herzschmerz oder Atmungsstörungen zu beheben oder auch um bei Schlafstörungen, Erschöpfung, Tumoren, Knochenbrüche, Stress, Frust und Burnout zu helfen. Kommen wir nun zum Schmerzverständnis in Palliativcare. Um chronische Schmerzen lindern zu können und zu verstehen, bedarf es des Total Pain Konzepts. Das ist den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern sicherlich bekannt. Es geht darum, den Schmerz als Gesamtausdruck von Leid auf körperlicher, psychischer, sozialer und spiritueller Ebene zu sehen. Je intensiver Menschen seelisch leiden, desto stärker empfinden sie körperlichen Schmerz. Die Sensibilität eines Menschen für Schmerz ist bestimmt durch seinen emotionalen Zustand. Angst und Depression erhöhen das Schmerzempfinden. Das war jetzt ein bisschen schnell. So nochmal zur Darstellung, wie alle Dimensionen ineinander fließen. Ich komme auch gleich nochmal zu dem Konzept zurück. Das ist die nächste Farbe. Rosa hat auf uns eine schützende und ausgleichende Wirkung. Die Farbe hilft bei Herzerkrankungen, chronischen Erkrankungen, seelischen Problemen, Angstzuständen, Trauer, Unruhe und inneren Anspannungen. Hier haben wir das in der Broschüre nochmal, die Grafik auch von der Multidimensionalität abgebildet. Es geht darum, dass wir mit Fragen oder Wahrnehmungen die schmerzleidende Person konfrontieren oder befragen und das eventuell auch an oder Zugehörigen, die Schulen, dass sie das selber durchführen können. Es geht darum, dass wir die ganz sensiblen Umgang mit dem Thema Schmerz haben und auch ein Grundvertrauen und Zeit für Aufmerksamkeit für die schmerzleidende Person. Was beobachten wir? Was nehmen wir wahr? Ich habe es in Fragen gepackt. Nehmen wir Veränderungen in der Mimik wahr?
oder Veränderungen in der Körperhaltung, Gestik und Bewegung. Nehmen wir Veränderungen im Verhalten wahr oder in der Sprache, in den Vitalzeichen, Veränderungen des Ernährungszustandes oder Körpergewichts, Veränderungen beim Tag-Nacht-Rhythmus oder auch Veränderungen in der sozialen Teilhabe. Hier immer die Aufmerksamkeit auf Veränderungen. Und in der Broschüre haben wir es mit Beispielen noch hinterlegt, dass es nicht jetzt diese offenen Fragen sind, sondern wie kann ich das konkret auch beobachten? Also zum Beispiel bei den Veränderungen in der sozialen Teilhabe, dass ich merke, dass jemand sich wirklich viel mehr zurückzieht, sich viel schwerer tut, mit Kontakten oder zu kommunizieren, sich weniger austauscht. Und das auf die ganzen Fragen, die gerade auf der vorigen Folie waren, sind praktisch die Anleitungen oder Hilfestellungen mit in der Broschüre drin. Wir machen hier eine strukturelle Einschätzung der Schmerzsituation. Hier habe ich als Zitat: Das Wichtigste ist vielleicht, dass wir Schmerzen als Kommunikation verstehen, als Möglichkeit eines Menschen in einer hilflosen Situation zu reagieren. Das heißt, als allererstes müssen wir verstehen, handelt es sich gerade um eine akute oder chronische Schmerzsituation, dann geht es darum, dieses vertieft zu erheben mit Screening- oder Assessment-Fragen. Dann führen wir eine Schmerzintensitätsmessung durch mit verschiedenen Skalen, die es gibt, angepasst an die Situation. Dann ist ein Schmerztagebuch eine Möglichkeit zur Anpassung der Therapie. Und der Aspekt, dass Angehörige mitleiden, ist ganz wichtig, weil das den Betroffenen oft noch zusätzlich belastet. Das heißt, die Angehörigen sind zwar nicht selbst erkrankt, aber doch betroffen. Der gesamte Lebensentwurf der Familie ist in Mitleidenschaft gezogen. Und da auch die Angehörigen zu begleiten und zu zeigen, was für ihre Selbstsorge wichtig wäre. Es geht um ausreichend Ruhepausen, Schlaf und Erholung, dann regelmäßiges, ausgewogenes und gesundes Essen, frische Luft, Licht und Bewegung, entspannte, verbindliche Beziehungen und guter Dialog, die eigene Spiritualität, Tiere und Hobbys, ein Hilfenetzwerk kennenzulernen und dieses auch zu nutzen, damit die Familie eine Krise angemessen bewältigen kann. Und das ist auf der nächsten Folie. Genau so ist die Ansicht in der Broschüre. Nochmal als Bewusstsein Familie in der Krise und wie sieht das Netzwerk, wie kann das aussehen, auf was kann man alles zurückgreifen. Das Verstehen der Schmerzen ist wirklich das Schwierigste und auch was am genauesten durchzuführen ist. Das ist hier auch in der Broschüre so abgebildet mit Erklärungen und dann auch den verschiedenen Skalen zur Selbsteinschätzung oder auch zur Fremdeinschätzung, wie die verwendet werden und auch wann. Dann kommen wir zum dritten Aspekt in der Broschüre, das Thema Schützen. Es geht darum, dass wir Entspannung in die Schmerzsituation reinbringen und somit weniger Stress ist und auch das Leid gemindert wird. Das ist das Ziel. Hier habe ich wieder ein paar Zitate, die ich sehr treffend finde. In Situationen, die auf den ersten Blick ohne Zukunft erscheinen, brauchen Menschen Gesten, Worte, Bilder und Symbole, die Hoffnung zum Ausdruck bringen.
Hoffnung wächst im Erleben von Aufmerksamkeit, Verbundenheit, Gemeinschaft und Dialog. Und Solidarität ist die unverzichtbare menschliche Grundhaltung der Schmerztherapie. Das sind drei Zitate von Frau Staudacher zum Thema Kommunikation in der Schmerztherapie. Die Erläuterung dazu ist, indem wir Gespräche führen und kommunizieren, treten wir in Beziehung mit den Menschen und alle Sinne sind damit dabei beteiligt. Die Kommunikation erfolgt über Worte und Tonfall, über Verständigung durch Mimik und Gestik und über Verhalten und auch Berührungsqualitäten. Zusammengefasst, wichtig für die Kommunikation ist die Aufmerksamkeit und die Regelmäßigkeit und die Verbindlichkeit. Das ist in der Broschüre auch beschrieben, dass wir immer auch die Person fragen, wann wir uns wieder unterhalten möchten über das Thema, wann wir die Situation wieder anschauen, wenn sich was verändert hat, dass wir da immer im Gespräch sind und bleiben und Präsenz zeigen. Zum Stichwort Solidarität und Unterstützung ist noch wichtig zu sagen, dass die seelische und emotionale Isolation dadurch durchbrochen werden kann und sich automatisch Entlastung einstellt. Zum Thema Schützen vor körperlichem, psychischem, spirituellen und sozialem Schmerz, also die Kommunikation hatten wir gerade als erstes. Dann geht es um die medikamentöse Schmerztherapie, die physikalische Therapie, das schmerzbezogene Selbstmanagement und die nicht medikamentöse Schmerztherapie. Dazu haben wir in der Broschüre auch Praxistipps für alle Bereiche. Als zweiter Punkt zum Thema Schützen ist also die medikamentöse Schmerztherapie. Das WHO-Stufenschema ist die klare Orientierungshilfe in der Schmerztherapie. Da gehe ich jetzt gar nicht arg näher drauf ein. Das Schema ist eben eine Empfehlung zum Einsatz von Analgetika und anderen Medikamenten. Und die meisten schmerzleidenden Personen können damit zufriedenstellend eingestellt werden in der Schmerzsituation. Dann beinhaltet das Stufenschema eben noch die vorbeugende Behandlung von Nebenwirkungen. Genau, und ganz wichtig, das Thema Schmerzspitzenvermeidung, Einsatz von Bedarfsmedikamenten. In der medikamentösen Schmerztherapie gibt es ein paar ganz feste, verbindliche Ansagen. Und zwar geht es um die zeit- und fachgerechte Verabreichung von Schmerzmitteln nach Arztverordnung, dann Beobachtung und Dokumentation der Schmerzmittelwirkung und des Schmerzverlaufs, die Überwachung und Evaluation der medikamentösen Therapie, und die adäquate und vorbeugende Gabe von Bedarfsmedikation. Genau, dann kommen noch die Beobachtungen auf schmerzmittelbedingte Nebenwirkungen und auch hier nochmal aufgeführt, das interprofessionelle Netzwerk zu nutzen zur Zusammenarbeit mit Vorsicht und Rücksicht. So ist das ganz schön zitiert. Zu diesen Stichpunkten hatte ich vorhin auch schon was gesagt, also Überwachung und Evaluation der medikamentösen Therapie ist alles unter dem Aspekt Verstehen in der Broschüre. Das ist die Zusammenarbeit von Pflege und Ärzten und dann auch die Beobachtung, Dokumentation, so Verlauf von allen Nebenwirkungen, das fließt alles ineinander über.
Dann würde ich die medikamentöse Schmerztherapie lassen. Es ist ja ein Riesenthema für sich. Die physikalische Therapie ist in der Broschüre auch aufgeführt. Kälte- und Wärmeanwendungen haben Einfluss auf unser Schmerzempfinden. Die Wärme beruhigt und entspannt. Sie löst Verspannungen der Muskulatur und fördert die Dehnbarkeit von Sehnen und regt die Durchblutung an. Hier sind auch Beispiele in der Broschüre drin. Und die Kältetherapie findet insbesondere bei akuten Schmerzen ihre Anwendung. Sie wirkt schmerzlindernd, und kann oft einen verminderten Analgetika-Bedarf verzeichnen. Das nächste ist so ein Schlagwort, schmerzbezogene Selbst. Management stärken, wo man erstmal gar nicht weiß, was heißt das eigentlich. Als Erklärung, das Erleben von Schmerzen stellt für viele Menschen einen Kontrollverlust dar. Und um diesem Kontrollverlust entgegenzuwirken, kann man sich oder soll sich die betroffene Person, wenn möglich, aktiv selbst an der Schmerzarbeit beteiligen. Das heißt, wenn möglich, hält sie die Fäden in der Hand und kann eben selbstverantwortlich sich beteiligen an der Schmerzlinderung. Das Ziel ist eine selbstständige Symptomarbeit, dass ich weiß, was mir gut tut oder wo sich Schmerzen vielleicht verstärken und wie ich dann agieren muss, um so auch wieder Lebensalltag sowohl körperlich als auch psychosozial gestalten zu können und nicht auf Schmerzen nur hören zu müssen. Was brauchen die Personen, um sich aktiv zu beteiligen an diesem Selbstmanagement? Informationen, Anleitung und Beratung von Pflegenden oder auch Pain-Nurses. Je nachdem, wer sich in diesem Thema einfach auch gut auskennt. Es bedeutet, dass sich die schmerzleidende Person ganz neu kennenlernen muss, also eine Selbstwahrnehmung in Bezug auf Schmerz erlernt, dann auch über Schmerzmedikamente ihr Wissen erweitert, dann ihr Verhalten anpassen kann, um zu schauen, was sind Schmerzauslöser oder Schmerzvermeider, und auch Anleitung von Angehörigen. Und hier habe ich auch noch mal die Hilfe und Beratung von Pflegefachpersonen, dass man sich die zur Hilfe nehmen kann, gerade wenn es eine neue Situation ist. Vielleicht noch eine Frage. Ich glaube, die passt gerade ganz gut. Gibt es auch eine gute Schmerztherapie bei Menschen, die hochgradig allergisch auf Medikamente bzw. deren Zusatzstoffe reagieren? Also die Verträglichkeit, also es geht jetzt um medikamentöse Therapie, oder? Erstmal, ja. Also die Verträglichkeit von Morphinpräparaten ist meiner Erfahrung nach selten mit Allergien zu verzeichnen. Da lohnt sich's wirklich, sich von einem guten Schmerztherapeuten da beraten zu lassen. Aber die Verträglichkeit von Morphin ist mit viel weniger Nebenwirkungen, geht mit viel weniger Nebenwirkungen einher, wie jetzt zum Beispiel jetzt wie Ibuprofen, Diclofenac und so weiter. Ja, also ich habe selber Allergien auf die Morphinpräparate noch nicht erlebt, außer vielleicht eine Reaktion auf ein Pflaster. Das ist eine Option. Dann kommen wir noch zur nicht-medikamentösen Schmerztherapie. Was gehört da alles dazu? Und das ist wirklich nur ein Auszug aus allem, was es sonst noch gibt. Ganz grob gefasst die äußeren Anwendungen, dann die basale Stimulation, dann die transkutane elektrische Nervenstimulation, TENS. Die Aromatherapie und auch gezielte Ablenkung und Entspannung.
Mir ist hier ganz wichtig zu sagen, dass da auch die Therapeuten ganz viel übernehmen. Also da ist, das ist wieder diese Netzwerksache. Bei den äußeren Anwendungen, was passiert physiologisch bei äußeren Anwendungen? Also das sind Wickelauflagen oder Einreibungen. Man kann beobachten, dass die Atmung regelmäßiger wird und sich vertieft, dass Erleichterung und Entspannung einhergeht bis in den Schlaf hinein, dass sich die Verdauung reguliert, dass der Körper besser durchblutet und erwärmt wird, Schmerzen gelindert werden und auch die eigene Körpergrenze wieder bewusst erlebt wird. Das heißt, wir bilden hier eine Hülle um den Körper. Da haben wir Beispiele drin, also für Wickel und Auflagen und auch den Materialbedarf. Allein die Berührungsqualität bei den äußeren Anwendungen, die Wirkung über die Haut, unser größtes Sinnesorgan, hat ganz viel heilsame Wirkung auf die schmerzleidende Person. Dann die basale Stimulation. Hier geht es praktisch auch bei Menschen, die in der Wahrnehmung beeinträchtigt sind, sie wieder an der Umwelt teilnehmen oder in Austausch zu kommen mit der Umwelt und auch die eigenen Bedürfnisse wieder regulieren zu können. Das wirkt sich schmerzlindernd aus. Das sind zum Teil oder zum Beispiel audiorhythmische Erfahrungen, also ganz bekannte oder beliebte Geräusche oder Ansprache von Angehörigen, also die Stimme. Dann visuelle Erfahrungen für die Orientierung. Dann Geschmäcker oder Gerüche, die man gerne mag. Berührungen oder auch Berührung genau mit Wahrnehmung der Gliedmaßen. Ganz kurz gefasst, das ist, ist ein ganz großes Thema für sich, aber es sind Beispiele drin. Und hier die TENS sind auch praktisch aufgeführt, wird selten eingesetzt. Das ist eine Reizstromtherapie, die eine lokale Schmerzlinderung durch elektrische Impulse erzielen kann. Also gerade bei chronischen Schmerzen wird es angewendet und über die Haut werden praktisch elektrische Reize ins Schmerzgebiet geleitet. Und die dort liegenden Nervenendigungen werden somit stimuliert und die Muskulatur und durch das Prinzip der Gegenirritation wird der eigentliche Schmerz gelindert. Hier braucht es aber wirklich eine individuelle Beratung und auch Einführung in diese Therapie. Fällt aber alles in den pflegerischen Bereich. Dann noch die Aromatherapie. Die Wirkweise von ätherischen Ölen ist den meisten sicherlich bekannt. Die verschiedensten Indikationen und Wirkweisen. Hier habe ich wieder einen Fehlerwurm drin. Und zwar ist in der Printversion von der Broschüre aus Versehen die Prozentangaben reingerutscht anstatt Tropfenangaben. Das machen wir dann auch noch mit so einem Einleger kenntlich. Das heißt, bei der Aromatherapie wird je nach Indikation das passende Öl ausgewählt und entweder eingesetzt über eine Aromalampe oder ein Badezusatz oder Massageöl. Das heißt, über den Geruchssinn und oder über den Hautkontakt. Dann als letztes Element der nicht-medikamentösen Schmerztherapie die gezielte Ablenkung und Entspannung. Dieser Begriff Ablenkung sorgt sehr oft für Diskussion. Ich finde es auch manchmal schwierig, weil es sich so niederschwellig anhört, es hat aber einen sehr hohen Wert.
Durch Ablenkung und Entspannungstechniken wird Schmerz weniger wahrgenommen. Das heißt, das Schmerzerleben über das Gehirn kann durch Ablenkung, Beschäftigung oder Entspannung beeinflusst und positiv verändert werden. Beispiele sind hier wieder auch aus dem therapeutischen Bereich oder auch nicht-therapeutische Mitarbeiter, zum Beispiel Musik und Kunst. Dann auch hier wieder die basale Stimulation mit all ihren Möglichkeiten. Was hier ganz schön drunter fällt, ist zum Beispiel eine Atemmeditation oder eine Heilmeditation durchzuführen, autogenes Training oder progressive Muskelentspannung, dann auch Gedankenreisen an Lieblingsorte oder Beschäftigung, Programm nach persönlichen Interessen. Ganz große Wirkung hat Natur, frische Luft oder auch Naturgeräusche, wenn jemand nicht mehr raus kann. Und die Umgebungsgestaltung im Zimmer und immer die Möglichkeit, mit dem Versuch einer Bewegungsförderung oder Mobilitätsförderung körperliche Aktivität. Die Zusammenfassung ist also, Schmerzarbeit ist sehr komplex, vielseitig und individuell und entscheidend. Für die Wirksamkeit der Maßnahmen ist tatsächlich ein ruhiges Umfeld, dann die Begleitung und Beobachtung und Evaluation der Maßnahmen und das sichere Umfeld für die schmerzleidende Person und deren An- und Zugehörigen. Unsere Aufgabe ist das Dasein. Und jetzt danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.